located on near the colony. They are approaching from the west. Das war's ja schon. Kommt, Leute. Der Schockturm kommt nicht mehr rechtzeitig zum Tragen, schätze ich mal. Beziehungsweise habe ich eh keine Energie. Oh ja, passt das gut rein. Könnten hier durchkommen. Egal von wo sie kommen, es wird hässlich. Das hier ist ein Problem. Kann ich keine Verteidigung hinstellen. Komm direkt hier drauf. Ich muss bloß gucken. Wenn ich den Schockturm schon kriege, wäre das Gold. Okay, es ist direkt fertig. Aber der Schockturm wird nicht mehr schnell genug einsatzbereit sein, schätze ich mal. Den stelle ich hier dahinter, mache hier eine Wall davor und dann wird das schon irgendwie passen. Okay, kein Holz. Mal sehen, ob der rechtzeitig fertig wird. Wenn der anfängt zu arbeiten, dann arbeitet es aber richtig. Ich versuche einfach einen Teil hier hochzulocken. Da kommen sie schon. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Oh, ich brauche ihn doch. Oh, ist ja noch ein Schockturm. Ui. Autsch. Ein Glück habe ich das Ding. Die Frage ist, ob mir das den nötigen Kampfvorteil jetzt bringt. Das hat mir gerade wirklich den Arsch gerettet. Gegen die langsam ist das einfach so super. Ich hoffe nicht, dass sie hier durchkommt demnächst. Ich
Vielleicht kann ich hier gleich noch ein bisschen Verteidigung herstellen. Schauen wir einfach mal. Erstmal die Steinmauern. In der Zwischenzeit würde ich gerne hier hinten weitermachen. Ah, keine Energie mehr. Ah, kein Holz mehr. Habe ich schon mal gesagt, dass die Dinger echt toll sind? Ja, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Das hier oben muss irgendwie halten. Also ohne das wäre ich jetzt sowas von am Arsch. Aber sowas von. Hier oben hält noch. Nicht so schön wie gewollt, aber es hält. Die ganze Zeit schon. Also wir haben jetzt... Geh mal hier rüber. Also, ernsthaft, die machen das kaputt hier und das kann ja wohl gar nicht angehen. Lass ihn jetzt von hier schwachen Zombies einreißen, weil der hier nicht schießt. Danke. Noch eine Harpie. Was? Schieß auch mal am stärksten. Danke. Okay, wir können als nächstes die Bank erforschen. Hier baue ich dann auf jeden Fall noch was hin. Ich würde gerne hier vorne das Stück reparieren, das ist nämlich gleich im Eimer. Kurz ging's. Okay, ich kann es reparieren. Das muss erstmal stehen bleiben. Blödes Mistvieh. Okay, machen wir es erstmal so. Es ist Mitternacht und die Kinder der Nachbarn rennen rum und schreien. Nur mal so nebenbei zu erwähnen. Ernst? Was ist mit diesen Kindern los? Die haben um die Zeit nicht mehr draußen rumzulaufen. Oh, die hat es irgendwie nicht interessiert. Du kannst eigentlich wieder runtergehen. Ich habe nichts dagegen, wenn Kinder länger wach bleiben, aber... um die Uhrzeit. Es ist nach Mitternacht, oder? Ist doch schon nach Mitternacht. 0:06. Das können sie zu Hause... Die können von mir aus zu Hause so wach bleiben, aber...
auf offener Straße ist aus meiner Sicht schon recht fahrlässig. Hier wird eine Balliste hergebaut. Also ihr hört es vielleicht. Dieses Geschrei, wir tun einfach mal so, als wären das Kinder, die hier niedergemetzelt werden. Gießerei können wir eigentlich schon mal machen. Alles reparieren. Wir haben wirklich, glaube ich, gerade einen sehr großen Teil der Karte hier angelockt. Okay, das klappt. Scheint gut zu funktionieren. Ich merke schon, da hinten kommen sie raus. Dieser Turm ist sehr schön. Oh, natürlich kommen die direkt jetzt. Leg mich doch am Arsch. Blöde Pisser. Also wenn sie das jetzt nicht aus dem Verstecken gelockt hat, dann weiß ich auch nicht. Ich will diese Stadt weghaben. Wo ist denn der Soldat eigentlich hin? Du gehst mal hier hoch, ich brauche dich als Prellbock. Ich würde nämlich gerne die Balliste langsam auch loswerden. Ich habe die Vermutung, hier drin kommen Gegner raus. Ah ja, das ist ein Weg nach... Ich glaube, das ist ein Weg... Ja, genau, da kommen sie. Der ist perfekt. Für solche Aufgaben ist er wirklich perfekt, der Soldat. Na, endlich. Er kann nämlich wunderbar die Feinde aufhalten. Und hier werde ich die Feinde dann wunderbar aufhalten. Oh, ärgert sie. Werden wir doch sehen,
Ob wir mit denen hier fertig werden oder nicht. Es geht anscheinend nur hier durch. Das ist gut. Für uns. Sehr schön. Wenn da wirklich der Angriff dadurch kommt, sind die sowas von Toast. Wenn ich hier 4, 5 Tanner da stehen habe, die ballern hier alles weg. So, wir brauchen aber wieder das übliche Problem, wir haben nichts zu essen. Hier oben ist nur totes Land. Hier hinten wären saftige Weiden. Die will ich gern haben. Um die kümmere ich mich als nächstes. Nachdem ich hier noch eine große Balliste herplatziert habe. Die dann auch wirklich steht. Hier brauche ich dann, glaube ich, noch einen Schockturm hier und die... Da toastet dann hier alles. Ich glaube, das könnte wirklich ganz gut werden. Das Gebiet hier ist so ziemlich abgesteckt. In Kombination mit den Ballisten ist das immer super. Kommt vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ansonsten ist okay. Schön, wie die immer so toll aufplatzen. So, haben wir das hier gleich. Ich würde gern wissen, was hier noch so ist. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich gar nichts. Ja, mach das schon. Du bleibst hier. Du gehst mal mit dahin. Und ihr werdet hier oben gebraucht. Ich muss da expandieren. Oh, zu viel Geld. Das überschüssige Geld kann ich mir eigentlich auch Scharfschützen holen. Da ist mir tatsächlich mehr geholfen. Ja, Harpien sind gefährlich. Los. Gut machst du's. Weißbrote sind scheiß gegen dich. Wir müssen jetzt so viel anlocken wie möglich. Vielleicht könnte ich mir auch das Gebiet hier holen, was vielleicht wirklich klüger wäre. Hier von der Seite kommt nicht mehr so viel. Nee, wir ziehen uns zurück. Wir holen uns das Gebiet. Hier müsste ich eigentlich schon soweit alles geholt haben, was irgendwie möglich ist. Osten. Warum? Let's go. Defenses are being attacked.
Was kann man hier noch gebrauchen? Kann ich hier noch irgendwas gebrauchen? Das hier wird echt schwer zu verteidigen später. Warum bin ich eigentlich so blöd und renne ich hier runter? Hier ist doch voll viel Nahrung. Okay, die kommt von hier oben. Wenn sie den direkten Weg nehmen, müssten sie versuchen, hier durchzukommen. Einer von euch muss mal hochgehen. Und gleich mal nach dem Rechten schauen. So Unrecht hatte ich gar nicht. Das war nicht das Beste. Das hier ist im Grunde sogar sehr furchtbar gelaufen. Yep. Den haben wir es gezeigt. Das machen die nicht mehr mit uns. Weniger schlimm abgelaufen als erwartet. Ja, was? Wo noch? Ach, hier oben. Wäre sonst auch langweilig. Ach ja, die gibt's ja auch noch, die habe ich schon ganz vergessen. Brauchen schon fast gar nicht mehr die Unterstützung der Ballisten. Passt nicht mehr. Ich muss ganz, ganz dringend hier runter. Blöde Harpier. Weiter geht's hinten. Du bleibst hier. Ihr macht hier weiter.
Okay, wir müssen weitermachen. Unbedingt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür mein Essen noch ausgeben soll, wenn ich ehrlich bin. Mein Geld. Ich brauche unbedingt die Gießerei. Ist besser als nichts. Wir machen zwar jetzt ordentlich Krach damit. Allen müssen wir jetzt leben. Ich glaube, die Stärksten werden tatsächlich hier rübergelockt schon die ganze Zeit. Stein ist zwar kostbar, aber ich will ihn trotzdem gerne hierfür einsetzen. Nur für so Notfälle und ehrlich gesagt, das hier würde ich auch gerne schützen. Mann, ich habe voll die Nahrungsprobleme. Wir werden total zerlegt hier. Wenn es hier keinen Schwabbel kommt, dann fühle ich mich hier ganz sicher. Wir könnten wahrscheinlich sogar einen Schwabbel töten. Mit dem Bogenschützen, wenn ich ehrlich bin. Hier Schwabbel. Da Schwabbel. Schwabbel, Schwabbel. So, leg mal die Bude. Das Gute ist, im Zweifelsfall kann ich mich immer noch wieder zurückziehen. Ich würde gerne dieses Gebiet. Nein! Das wollte ich nicht. Ich muss unbedingt dieses Gebiet hier für mich nutzen. Könnten wir denn eigentlich? Ich kann ein, zwei Häuser bauen tatsächlich. Das erstmal einreißen. Das könnte ich eigentlich auch einreißen. Und dann kann ich vielleicht hier endlich mal anfangen, für mehr Energie zu sorgen. Und dann für mehr Essen zu sorgen. What's up? Any infected around? So many targets. Bullseye. Ehrlich gesagt, die Verteidigungslinie würde ich gerne hier hinter verziehen. Das hier ist echt optimal.
nehme mal die 40 da. Hier nehme ich lieber die 11. Ganz ungeschützt will ich hier nicht bleiben. Es kann ganz schnell mal schief gehen. Kann ich mir noch mehr Häuser bauen? Wird Zeit. Wird auch Zeit, mit der Gießerei anzufangen. Okay, weil ich jetzt gerade echt so viel Geld habe. Was brauche ich denn zum Ausbau? Kriege ich hier noch irgendwo... Da. Warum habe ich eigentlich gekauft? Ich könnte es auch sammeln. Units under attack. Die guten alten Schocktürme. Mehr als nur schockierend. Was die so an Schäden anrichten. Kann ich hier vielleicht noch eine Mine hinbauen? Attention. Building completed. Plötzlich Arbeiter. Langsam echt Zeit, mal so ein Ding zu bauen. Attention. Building completed. Ich habe Stein ausgemacht und deshalb kommt auch keiner rein. Yes, tell me what to kill. Building completed. So. Einmal Lager hatte zu mitnehmen. Hier geht auf jeden Fall ein Endangriff durch. Viermal Stein. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen, denke ich mal. Ehrlich gesagt, hier muss ich unbedingt mein Gebiet schützen. Es ist sehr schützenswert, dieses Gebiet. Mal gucken, wo sie kommen. Stürmen.
Haben wir sie echt ein bisschen aggro gemacht. Schätze ich mal. Anscheinend haben sie gedacht, oh, das will ich nicht. Danke, dass du jetzt speicherst. Die Frage ist, wo ist der schnellste Weg, würde hier lang führen? Oh ja, kein Stein. Allerdings auch kein Stein zum Bauen von Wellen. Egal, ich starte jetzt mal hier einen Cliffhanger. Das war Let's Play Seeerbains für heute. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Werden wir es schaffen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, bevor die nächste Folge beginnt. Denn danach kann es jeder sagen, ja, das war mir schon klar, dass das passiert. Ciao.